Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Green Hell. Wir haben schon wieder hier Kontakt mit einem Eingeborenen gehabt. Die Steine, die die werfen, tun echt weh. Vielleicht sollte ich auch mal versuchen, Steine auf sie zu werfen. Aber irgendwie, finde ich, kommt man mit diesen Speeren eigentlich sehr, sehr gut zurecht. Mag jetzt vielleicht nur meine persönliche Meinung sein, aber mir kommt es halt so vor. Die weichen halt einfach nur unglaublich krass aus, ne? Was ich auch mal machen sollte, ist blocken. Man kann ja blocken. Ich habe das noch nie gemacht. Und R drückt. So, Moment, zack. Auch schon dunkel wieder, ne? Und zack. Da noch eins hin. Jetzt mit dem Teil hier. Ah, da ist nochmal eins. Cool. Boah, wie viel. Komm, wir trinken gleich mal was. Ja, wir können es eh brauchen. Meins und meins. Hey, cool, da liegt noch eins. Ich würde mir wünschen, ich würde an dieses eine da rankommen. Da komme ich aber nicht ran. Das ist so gemein. Aber da liegt noch eins. Jetzt wird es am Ende wegen einem nicht gehen. Befürchte ich jetzt schon fast. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, wir trinken. Nehmen diese Kokosnuss. Dann nehmen wir halt den hier noch auseinander. So. Und den da noch. Ja, eins noch. Wegen zwei jetzt nicht gereicht. Also ist es gar nicht so schlimm, dass wir das da unten nicht bekommen. Wir hätten sowieso nochmal einen Busch auseinandernehmen müssen. So, und jetzt kommen nochmal zwei solche Longstickies. Da ist nochmal irgendwie... Ja, toll, hier wäre es rumgelegen. So viel dazu. Ich fälle jetzt einfach diese beiden Bäume. Da liegt der Typ immer noch rum. Komm, fall um. Das ist der erste Longsticky. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will speichern. Und einen noch. Ich hoffe, da war noch ein zweiter dabei. Ich gerade so ein bisschen paranoid gemacht, dass er sich... Er hat sich nicht wirklich bewegt, aber ich dachte, er hätte sich bewegt. Da ist nochmal der andere lange. Sehr gut. Und ich werde den Typen auch noch auseinandernehmen. Da wäre auch noch was gewesen. So viel dazu. Zack. Erledigt. Sofort speichern. Wir speichern einfach wirklich immer diesen Speicherstand. Das gucken wir uns nochmal an. So, das schaut doch gut aus. Ja, wir brauchen halt Kohlenhydrate, das weiß ich auch. Ich müsste eigentlich auch nochmal ein Feuerchen machen. Oh, warte mal, hier gab es doch immer... Och, diesmal ist da kein Vogelnest. Hier gibt es so eine Feuerstelle mit ein bisschen Charcoal, in der ich immer noch nicht weiß, was sie mir bringt. So, komm, mach das Feuer. Kann ich das Feuer hier auch da drin setzen? Irgendwo, wo es überdacht ist? Ich will das Feuer machen, wo es überdacht ist. Es ist hier nicht überdacht. Na toll. Dann kann ich es doch dahin machen. So, Feuer ist gesetzt. Dann können wir es auch machen. Es ist gerade eben nicht so regnerisch. So, und
Was zu beweisen war. Oh Mann. So, ich will mal meine Kokosnüsse jetzt hier mal ablegen, ne? Die mehrere davon. Ach du Scheiße, das Rattlesnake-Fleisch ist schon mal gespoilt jetzt hier, wie ungeil. Da ist auch noch ein paar Kohlenhydrate mit drin. So, wie schaut's aus? Ja, was das angeht, sind wir wieder gut aufgestellt. Was ist denn das? Grün leuchtende Pilze. Die kenne ich noch nicht. Das können auch irgendwelche Psilos sein, ne? Man weiß es nicht. Die gibt's halt auch in diesem Regenwald. Schön Kokosnüsse einsammeln. Da unten gibt's auch noch den Fisch in der Reuse, glaube ich. Das sind mehrere Kokosnüsse jetzt hier. Spoilt das eigentlich irgendwann? Nee, die Kokosnuss spoilt nicht. Ich sammle die Pilze noch schnell ein. Ich hoffe bloß, dass ich mir davon nicht irgendwie was einfange. Wahrscheinlich kann ich Pfeile eigentlich mit Pilzen irgendwie vergiften? Das wäre eine geile Kiste. So, hört das jetzt endlich mal so auf zu regnen, dass ich jetzt hier endlich mal ein Feuer machen kann. Ich fänd's total zum Feiern. Ich bin zu müde. Ich kann's nicht. Gut, dann müssen wir eine Runde schlafen. Kommen wir nicht drum rum. Bis um 8. Unser Gesamtzustand ist eher so mittelgeil. Speichern auch sofort. Direkt hier drüber. Zack. Und erstmal guten Morgen. Einen Drink. Null Hydration. Toll. Was? Sanity minus 2? Warum bekomme ich jetzt hier Sanity minus 2? Also Durst haben wir gerade eigentlich nicht das Problem. So, Harvest. Kann ich jetzt endlich ein Feuerchen machen. Komm schon. Einfach irgendwie was Trockenes, das man anzünden kann. Und ran. Und was brutzeln wir jetzt? Oh, das ist auch gespoilt. Oh Mann. Na komm, dann putzen wir jetzt den Kollegen hier. Am besten das hier noch. Und warten so lange. Wo, beziehungsweise, nee, ich muss gar nicht warten. Ich kann den Fisch holen. Wie gesagt, da drüben dürfte ein Fisch sein. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel langsamer sind. Lol. Ich kann den gar nicht einsammeln. Direkt mal harvesten. So funktioniert das auch. Jetzt geht mein Feuer schon wieder aus. Wollt ihr mich verarschen? Och nö. Ey, ohne Witz. Also das ist wirklich Pain. Das ist einfach nur bitter. Oh Gott, das nervt echt. Warum der immer so schreit, ey, wenn man... Dieses Ha! Ich weiß nicht, was es soll. Jo, ist eigentlich unser Gewicht. Wobei, so schwer sind wir noch gar nicht beladen. Was sind das hier für Mushrooms? Ich will sie eigentlich nicht wirklich probieren, blind.
Aber kann ich mit denen irgendwie Pfeile vergiften? Nee. Man kann auch Pfeile leider nicht weiter verbessern, so wie es aussieht. Bone. Noch ein Bone. Ich werfe die, die einfach hier raus. Die brauche ich gerade nicht. Dry Leaf. Kann ich auch nichts machen. Coconut Bowl. Kann ich auch nichts machen. Dann machen wir noch ein paar Pfeile. Wenn wir es hätten, würden wir es machen. Aber so geht's nicht. Mehr Kokosnüsse. Unsere besten Freunde, die Kokosnüsse. Ist nicht der Tote da noch irgendwo? No. Ja, der liegt da noch rum. Dann sollte ich vielleicht mal ein Messerchen craften. Charcoal. Ich habe gar keine Stoche, ich habe noch Steine. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Steine mehr, aber natürlich habe ich noch Steine. Und noch eins. Nein, keine Leaves. Nein. Steine. So. Zack. Der letzte Stick, den wir haben, ey. Gut. Ich wünsche mir, man könnte das anders machen. Ich werde den echt zerlegen, ey. Ich hätte echt gerne die Wahl, was ich von ihm nehme. Dass ich nicht immer gezwungen wäre, dann auch sein Fleisch zu nehmen. Das ist schon. Ja. Ja. So, wo wir eigentlich gerade eben bei ja sind. Ich kann ja eigentlich auch so eine Falle aufbauen, ne? Hier unten so. Brauche ja noch Stickies. Dafür könnte ich das Fleisch zum Beispiel verwenden. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Sachen ablegen. Fangen wir mal mit dem Menschenfleisch an. Es ist einfach gefühlt so unfassbar falsch, dass man hier mit diesem Menschenfleisch rumrennt. Aber ich probiere nochmal mein Glück mit dem Feuer. Use. Come on. Einfach mal ein paar Proteine jetzt hier mal herstellen. So. Und bitte, liebes Spiel, lass mich jetzt mal was brutzeln. Was habe ich denn da noch drin? Ich sehe nicht, was hier drin ist. Da war halt einfach so eine Eins, aber ich weiß nicht warum. Ja. Drink. Take. Und jetzt legen wir es einfach mal hier hin. Geht's uns? Ja, Protein, Fett, Kohlenhydrate, eigentlich alles. Alles ist im Argen. So eine Can essen. Ja, die halten halt so lange, ne? Es ist halt doof, die zu verwenden. Jetzt wässe ich das hier mal. Zack. Und ich harveste mehr. Und ich harveste noch mehr. So, Fleisch ist da. Lol. Take. Take. Ich hab's halt kurz nicht mehr gesehen, es hat mich kurz irritiert. Ich habe. Take. Dann esse ich's halt, ey. Lecker Fisch gegessen. Ja, also zu trinken brauchen wir gerade eben tatsächlich nichts. Wir brauchen halt Fette.
Fett und Kohlenhydrate. Und eigentlich haben wir das mit den Kokosnüssen hier eigentlich zuhauf. Der Fisch hat auf jeden Fall gut reingehauen. Also ausreichend reingehauen. So. Leck. Sehr gut. Auch Sanity bringt das Ding. Ich muss auch mal wieder echt irgendwie mal ein bisschen was trocknen hier. So ein paar Blätter trocknen. So. Gleich mal essen. Brauchen wir eh alles. Wir bekommen echt Sanity, dadurch, dass wir allein nur am Feuer sind. Ich mache die Maden trotzdem. Auch wenn es nicht besonders geil ist, die zu essen. Also es ist eigentlich überhaupt nicht geil. Aber wir machen sie trotzdem. So, Made Nummer 1. Oder Larve. Ist ja auch egal. Wo ist sie? Halt. Es ist ja egal, was genau sie ist. Hauptsache, wir brutzeln sie. Und dann wäre es ja auch mal geil, hier irgendwann mal in der Richtung auch mal... um ein größeres Tier zu jagen. Fuck. Aber die Coconut Cooked hat noch funktioniert. Ja, Kohlenhydrate. Fette haben wir jetzt genug, Wasser haben wir jetzt genug. Kohlenhydrate sind das Problem. Haben wir nochmal einen Fisch? Wir haben nochmal einen Fisch. Komm, den Harvesten ist direkt. Der könnte abhauen, aber er tut's nicht, weil er ein sozialer Fisch ist. So. Er hat so viele Kokosnüsse. Wir müssen jetzt nur ein Tier finden, das wir jagen können. Bitte lass es ein Tier und kein Mensch sein. Keine Rattlesnake. Ich brauche jetzt auch keine Klapperschlange. Da hinten ist was. Das sind übrigens wirklich meerschweinchenartige Tiere. Ich hab's getroffen. Aber es lebt noch. Was ich jetzt nicht so feiere. Verdammt. Shit. Keine Ahnung, wo der Pfeil hin ist. Im schlimmsten Fall ist der weg. Ja, so wie es aussieht, kriegen wir Pfeile nicht unbedingt wieder. Ach, come on. Oh, Mann. Viel zu schnell, das Scheißvieh. Wow. Was willst denn du von mir? Geh weg. Geh einfach weg, Junge. Ich hau auch ab. Ich muss mein Leben jetzt hier nicht wegwerfen. Okay, also wir haben es gerade eben gelernt, ne? Jagen ist nicht so leicht. Wir haben die einmal ein Vieh tatsächlich getroffen. Wo ist es hin? Boah, was willst du von mir? Sag mal. Der hat mich verfolgt, der Drecksack. Und mir voll eine verpasst. So ein Arschloch. Entschuldigung. Aber stimmt doch.
Ey, rennt rum wie so ein Psycho. Boah, ich hasse ihn. Für alles, was er steht. Lass mich raten, wieder schwer verletzt irgendwo, ne? Weg mit dem Scheiß. Ja, nicht so geil. Aber wir haben einen Verband. Gut. Wir brauchen mehr Verbände. Und wir brauchen einen großen Stein, den ich jetzt am besten irgendwo suche und mitnehme. Das Problem ist bloß einen finden. Ganz im Ernst, so wie das Spiel sich momentan für mich darstellt, habe ich das Gefühl, dass, wenn man sie findet, Rattlesnakes wahrscheinlich sogar die bessere Alternative sind, um an Fleisch zu kommen. Weil nämlich diese anderen Tiere, die Wildschweine, diese Riesenmeerschweine, diese... Wie heißen sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit G. Die sind halt einfach zu schwer zu kriegen. Einfach zu schwer zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Pilzen will. Ich nehme sie einfach mal mit. Oh Gott, jetzt so viele von diesen Dingern. Also daran werden wir nicht verhungern. Hier hat es auch wieder Fisch. Wieder Fisch. Ein Piranha. Wir harvesten ihn. Kann ich jetzt nochmal ein Feuerchen machen? Es wäre voll gut. Aber ich speichere nochmal. Ich habe noch keine Stickies übrigens. Läuft richtig bei uns. Läuft. Nochmal einen Schluck getrunken. Und Feuerchen gemacht. Wir haben genügend Leaves, die wir gerade eben sehen. Jetzt halt mal echt satt werden, ey. Halt, warte mal. Tee? Nee, irgendwas. Ich dachte kurz, ich könnte irgendwo, aber nee, ging nicht. Ich dachte ganz, ganz kurz, ich könnte irgendwo einstellen, dass ich ganz direkt mit einem Shortcut in den Backpack komme, aber es ging nicht. Soll ich mal wagen, einen von diesen Pilzen zu essen? Wir haben gerade eben gespeichert. Komm, wir essen mal einmal. Oh, die kann man essen. Dann hole ich mir dadurch jetzt immer die Kohlenhydrate. Die brauchen wir nämlich auch. Und zwar nicht zu knapp. Disgusting. Ja, muss aber sein, mein Freund. Muss aber sein. Noch ein paar Kohlenhydrate, komm. Einer geht noch. Es bitte nicht regnen. So, komm, die kochen wir auch noch schnell. Das können wir auch noch essen. Zack. Und wir sind wieder komplett voll. Sauber, zumindest was das Fleisch angeht. Machen hier noch diese blöden Maggots. Lecker Maden. Also wir sind auf jeden Fall schon wieder geheilt, würde ich mal behaupten. So. Und dahin. Und wenn sie gebraten sind, kann man sie nicht mehr aufeinander legen. Das ist interessant. Da kommen wir erst nochmal in die Made. No, bad idea. Das ist immer eine gekochte, ja. Also er mag es immer noch nicht, das Zeug zu essen. Jetzt kann man es ihm auch nicht unbedingt verdenken, ne? Das habe ich so eine Wieso habe ich jetzt hier so viele Coconut Bowls? Ich brauche noch nicht 1 Million Coconut Bowls.
Weg mit. Komm, wir trinken hier nochmal was. Trinken. Harvesten. Wie viel von den Teilen haben wir jetzt eigentlich? Also wir brauchen eigentlich noch Fett und da ist einiges an Fett drin. Und wir trinken noch eins. Ha! Es ging uns noch nie so gut, möchte ich mal behaupten. Okay, die ist empty, die kann ich harvesten. Das ist alles klares Wasser. Ist auch eine Menge klares Wasser. Kommt dann, dann harveste ich das einfach mal ganz, ganz kurz raus. Das spart auch ein bisschen Platz dann. Kann man später auch noch braten. Ich habe noch nie gebratene Kokosnuss gegessen. Also ich meine, Kokosnuss warm schon, so zu essen und so, ne? Aber noch nie irgendwie, dass ich das jetzt irgendwie gezielt gebrutzelt hätte oder gegessen hätte, nachdem es gebrutzelt wurde. Ich habe noch diese Ameisen und weiß nicht wozu. Ja, der Balken ist voll. Aber wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Denn noch können wir nicht sicher sein, dass wir jetzt hier momentan noch mit dem blauen Auge davon auch nur kommen, ne? Denn wir haben keine Verbandssachen mehr. Und das macht mir Sorgen. Das sollten wir auf jeden Fall Auge behalten. Haben wir wieder mal einen Fisch? Noch nicht. So, die Kokosnüsse, die lege ich wieder hier hin. Wie eh und je. Komm, die eine trinke ich jetzt. Und jetzt crafte ich diese hier. Einfach nur aus Prinzip. Holen uns hier ein bisschen Wasser und lassen da ein bisschen Wasser durchlaufen. Ne? Den ist gerade ein Stein runtergefallen. So, das Ding ist jetzt hier gefüllt worden. Und Randa. Ich brauche jetzt mal diese scheiß Stickies. Wo finde ich jetzt diese Stickies? Auf jeden Fall finde ich ja nochmal Steine. Hier müssen noch Stickies rumliegen. Eine unbekannte Nuss? Okay, wir lernen gerade neue Dinge kennen. Wir haben eine unbekannte Nuss gefunden, Leute. Ich weiß nicht, was ich von dieser Nuss zu halten habe, aber wir werden es rausfinden. Nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. So. Das Ding Harvest nehmen wir noch ganz, ganz kurz. Da liegt noch mehr rum. Boah, endlich mal wieder ein bisschen Ausrüstung. Und jetzt bauen wir da unsere Falle auf und dafür werden wir dieses Menschenfleisch verwenden. Ja. Wenn es nicht schon gespoilt ist, aber vielleicht ist es das ja noch gar nicht. Zack. Und jetzt ein Stückchen Menschenfleisch, bitte. Ne, ist nicht gespoilt. Bin gespannt, ob ich das da drunter legen kann. Ob mir das dann tatsächlich irgendwie ein Vieh fängt. Jetzt habe ich eine Rope dahin gemacht. So. Oh, das dürfte auf jeden Fall irgendwas anlocken. Okay, meine lieben Freunde. Dann speichern wir nochmal. Beziehungsweise, ja, wir speichern. Wir sind eigentlich total fit. Sollten nochmal ganz, ganz kurz auf unsere Gesundheit gucken. Wir haben garantiert hier wieder irgendwie ja so ein Blutegel an uns dran. Zum Glück nur einen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi und Ade.